Hallo, geschätzte und geliebte, verehrte Freunde der japanischen Videospielkultur. Heute ruppe ich etwas auf besonderen Wunsch von euch, denn ich habe mir noch einen Nachzügler besorgt, die Crystal Edition von Final Fantasy 13-2. Die sieht ja schon mal imposant aus, allein wegen der Größe, die in kein Regal passt. Aber drinnen sollen ja auch ein paar tolle Dinge sein. Hier, schau mal hier, was hinten drauf steht, schon auf der Packung. T-Shirt, Soundtrack, Artbook, Kunstdruck, Postkarten. Das ist ja unglaublich. Dieses T-Shirt wird niemals irgendwo anders erhältlich sein. Also auch nicht bei eBay oder so. Niemals. Nur jetzt bei Amazon. Selbst da ist es, glaube ich, schon ausverkauft. Naja, schauen wir mal rein. Ist schon mal nicht versiegelt. Schon mal ganz nett eigentlich, weil dann kann ich es einfach so hochziehen. Wie andere Leute ihren schleimigen Auswurf in der Nase, ziehe ich es einfach hoch. So, und drin steckt diese hübsche, weiße, bedruckte Schachtel. Stabil, das gefällt mir. Und wie geht sie auf? Schütteln? Ja, müsste durch Schütteln eigentlich aufgehen. Wie der Schüttelshake. Und das war jetzt Schleichwerbung, oder? Oh, da, ich will nichts kaputt schütteln, aber durch das T-Shirt müsste es ja auch ein bisschen geschützt sein. Oh. Also langsam könnte es aufgehen hier. Da, ich glaube, da tut sich was. Und jetzt, oh, alle Final Fantasy Fans, aufgepasst. FFF, die Final Fantasy Fans. Tada! Mann, das ist ja schon wieder so ein Hologramm. Wie neulich bei Darkness 2. Hübsch, hübsch, wie kriege ich das hier raus? Gar nicht, doch. Erst das Spiel oder erst das Hologramm? Erst das Hologramm. Ist nicht nur eins, doch ist eins. Hm. Aber es bewegt sich nicht. Es sieht nur ein bisschen dreidimensional aus. Ich leg's mal hier hin, dann kannst du es mit der Kamera vielleicht besser filmen. Währenddessen versuche ich schon mal hier das Artbook rauszukriegen. Es wehrt sich ein bisschen. The Art of Final Fantasy 13-2. Schauen wir doch mal, was die Art so hergibt. Die Art sieht ganz gut aus. Schön bunt. Mit vielen Farben. Hübschen Bildern. Die kennt ihr bestimmt alle schon, weil ihr es schon tausendmal durchgespielt habt, weil es so unglaublich gut geworden ist, ne? Oder? Ist doch unglaublich gut geworden, oder, Kameramann? Also es ist schon gut, könnt ihr am Test sehen. So, bevor ich jetzt den Rest auspacke, natürlich noch das Spiel. Oh, ich krieg das Xbox-Spiel ohne Onkel Jo-Taschenmesser auf. Ist auch mal was Neues hier. So, noch das nette Siegel entfernen. Komm. Ruckzuck das kleine Siegel ab. Und drinnen das Spiel. Den Code darfst du nicht filmen, den brauchen wir noch. Erstmal das Siegel wieder ordentlich hier reinkleben. So. So, haben wir hier. Mhm. Die fantastische DVD. Bei dem ersten Final Fantasy für die Xbox gab es ja teilweise Probleme mit der DVD. Soll ja angeblich ein paar Laufwerke kaputt gemacht haben. Hier ist das nicht der Fall. Das ist doch schön. Stimmt wahrscheinlich auch gar nicht mit den Laufwerken. Ist nur ein böses Gerücht, das keiner belegen kann. So, hier haben wir noch einen Code für eine exklusive Mitgliedschaft als Mitglied. Mitgliedschaft als Mitglied bei Square Enix. Mhm. Ja, das ist ja ganz toll. Melde ich mich nachher natürlich sofort an, wie es sich für mich als ordentlichen Spielliebhaber gehört. Und hier die Anleitung kann ich auch nur loben. Super gut. Alles bunt. Da klebt noch was. Schau dir das mal an. Gerade noch hier rein. Fehlt eine Ecke von meinem Siegel. Tatsächlich. Da klebe ich es noch zusammen. Komm her. Ja, kann man nachher noch schöner machen. So, aber jetzt nochmal zurück zur Anleitung. Die sieht echt gut aus. Hat sich Square mal Mühe gegeben, das auch in so einer schönen Final Fantasy Limited Edition. Na, es ist gar nicht die Limited Edition. In der Crystal Edition, die Limited ist abgestuft. Da ist kein T-Shirt drin. Crystal Edition, auch eine schöne Anleitung drin steckt. Gefällt mir.
So, was fehlt jetzt noch? Die Postkarten. Oh, das ist ganz hart. Muss man eigentlich aufreißen. Außer, ja, nehmen wir das. Onkel Jo Taschenmesser. Auch für Postkarten geeignet. Das kriegt alles klein. Selbst Knochen. Genau. So, hier haben wir ihn. Kauis. Oh. Hope. Lightning. Noel. Ruhe. Sarah. Und Snow. Schön, schön. Und da ist noch der Soundtrack. Den zeige ich euch auch. Anhören könnt ihr euch dann selbst. Oder der Kameramann singt was dazu. Aber nee, ich glaube, das legt ihr lieber selbst ein. Kommen wir nun zu dem, was diese Crystal Edition zu etwas Besonderem macht. Das T-Shirt. Schau mal her. Schön eingeschweißt mit Warnsymbol. Aber ich werde es aufruppen. Denn ihr wisst ja, das gibt's wirklich nur hier. Das wird niemals irgendwo anders auftauchen. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? So, welche Größe hat das? Keine Größe. Universal. Es passt jedem, glaube ich. Stimmt. Schauen wir mal, wie es aussieht. Da hängt noch so ein Geschmotter hinten dran. So. Hübsch, oder? Ja. Wem es zu groß ist, der kann es auch, weil es so schön weiß ist, als Nachthemd im Krankenhaus nehmen, wenn ihr dann eingeliefert worden seid, weil ihr zu viel gezockt habt. So, und was nicht passieren kann, dass ihr zu viel Aufruppe guckt, deswegen hier draufklicken, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Aufruppe.